Wir blicken nun in ein Haus in Nordrhein-Westfalen, das seit Jahren leer steht. Eine Wellness-Oase war dort angedacht. Von einem Jugendhotel in Harry-Potter-Ambiente war ebenfalls die Rede. Doch einen Investor hat man nie gefunden. Zu düster ist wohl die Vergangenheit des Hauses. Hier im kleinen Waldnil bei Mönchengladbach wurde gemordet. 1943 wurden Kinder umgebracht, 99 an der Zahl, körperlich und geistig Behinderte. Ihrer Geschichte wird alljährlich gedacht, dokumentiert und aufgeschrieben hatte sie bisher aber niemand. Kein Historiker, kein Berufsautor. Erst ein Mann, der in Waldnil arbeitet, hat die Initiative ergriffen. Die Kinder ließen ihn einfach nicht los. Sie hießen Anneliese oder Elschen, Kinder stolzer Eltern in ganz normalen Familien. Doch Else wurde nur 11 Jahre alt. Sie war eines der Opfer von Hitlers sogenanntem Gnadentoderlass. Ihr kurzes Leben endete 1943 in der, wie man sie damals nannte, Kinderfachabteilung im niederrheinischen Ort Waldnil. Die grausamen Ereignisse, die sich hier zugetragen haben, ließen Andreas Kienast keine Ruhe, seit er zum ersten Mal von der Geschichte des Hauses hörte. 7 Jahre lang hat der Finanzkaufmann in seiner Freizeit akribisch recherchiert. Das Ergebnis ist ein bedrückendes Zeugnis menschenverachtender Praktiken in der NS-Zeit. Eigentlich wollte ich damals das Buch lesen, von dem ich geglaubt habe, es hätte schon längst geschrieben sein müssen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass die einzige offizielle Tötungsanstalt in der Rheinprovinz noch nicht umfassend erforscht worden ist. Waldnil war nur eine von rund 30 Kinderfachabteilungen im deutschen Reichsgebiet. Die NS-Propaganda versprach den Familien der kleinen Patienten fortschrittlichste Behandlungsmethoden. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Es ist ein hartes Geschlecht, das wir uns ersehnen. Hitlers Menschenbild entsprechend wurde alles Andersartige als lebensunwert diffamiert. Marlies Harmel konnte ihre Tante nie kennenlernen. Die Tagebücher und Fotoalben ihrer Großeltern sind für sie deshalb ein besonderer Schatz. Liebevoll sind dort die glücklichen Tage einer Kindheit im Rheinland dokumentiert. Diese ersten Lebensjahre waren sehr unbeschwert in Duisburg und dann erkrankte Elschen sehr schwer nach einer Diphtherieimpfung, eine Hirnhautentzündung wurde diagnostiziert und ja, sie war von ihrer Entwicklung dann retardiert, sprach wenig. Meine Großeltern haben das nicht als Behinderung beschrieben, sondern ja, als ein Handicap. Und sie bekam dann mehr Fürsorge, mehr Aufmerksamkeit. In Waldnil verschlechtert sich Elschens Zustand täglich. Sie verliert dramatisch an Gewicht. Bei seinen Besuchen ist der Vater schockiert von den Zuständen in der Abteilung und von dem herablassenden Verhalten des Personals. Der gelernte Bergmann will etwas tun für sein Kind und entscheidet sich zu einem mutigen Schritt. Er hat dann letztendlich im Oktober 1942 einen Brief geschrieben an den leitenden Anstaltsarzt Dr. Wesse und hat dort auch von Quälerei gesprochen. Also er beschreibt, dass Elschen ausgehungert ist, dass sie sich auf den Kuchen stürzt, dass ihre Pflege vernachlässigt ist, ja, und dass sie auch gar nicht mehr spricht. Dr. Wesse beeindruckt das nicht. Routinemäßig wird nach Berlin gemeldet, dass Kinder nicht bildungsfähig sind oder nicht abrichtfähig. Ein Stempel besiegelt das Todesurteil. Das Kind bekam daraufhin Luminal in überhöhter Dosierung, entweder durch Injektionen oder durchs Mischen ins Essen verabreicht, woraufhin die Kinder in einen Dämmerschlafzustand verfielen und innerhalb von 3 bis 4 Tagen letzten Endes an Stauungen in den Lungen, also einer doppelseitigen Lungenentzündung, verstarben. Im Antwortschreiben an Elses Vater weist Anstaltsleiter Wesse ihn arrogant zurecht und droht ihm mit juristischen Konsequenzen. Wenige Wochen später die Todesnachricht. Ursache: Lungenentzündung. Hermann Wesse wurde später als einer der wenigen NS-Ärzte zu lebenslanger Haft verurteilt.
Für die fast 100 ermordeten Kinder und alle, die von Waldnil in andere Tötungseinrichtungen transportiert wurden, organisieren Schüler aus Schwalmtal alljährlich eine Gedenkfeier. Auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof erweisen sie so auch Elschen die letzte Ehre. Unsere Hochachtung dem Autor, der den unschuldigen Kindern nun auch mit diesem Buch ein Denkmal gesetzt hat. Kommen wir jetzt zu einer Westart-Rubrik, die mir immer wieder ein bisschen Schweiß auf die Stirn treibt. Westart-Kult, hier erinnern wir an denkwürdige